Hallo und herzlich willkommen im Wald bei, naja, bestenfalls geht so, Lichtsituation wie immer. Ich wollte eine neue Serie starten und zwar Waldgrundwissen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ja schon einige Abonnenten im Laufe der Zeit noch dazugekommen sind und ich jetzt doch beschlossen habe, ich hätte Spaß dran, so allmählich hier und da mal wieder ein massentauglicheres Video zu machen. Bedeutet nicht ganz so lang und ein kompaktes, einfach zu verstehendes, hoffentlich Thema anzuquatschen. Das werden nicht immer unglaublich spannende Themen sein, aber der Witz ist ja, dass das eine chronologische Reihe sein soll. Das heißt, je länger man da guckt, desto mehr ins Detail geht's, desto eher guten Gewissens Wissen voraussetzen, was ich irgendwo weiter vorne in der Reihe mal erzählt hatte. Und wissen immer alle, worauf es ausbaut. Und wenn sie keine Ahnung haben, wovon ich quatsche, dann müssen sie halt 7 Folgen vorher noch mal eine gucken, um das noch mal nachzuholen. So in diesem Sinne ist das gedacht. So ein Projekt hatte ich schon ein paar Mal geplant, ist irgendwie dann immer an irgendwas gescheitert. Vielleicht klappt es diesmal, ich hoffe sehr. Hängt natürlich auch davon ab, ob das geguckt wird. Ja, wenn das jetzt keine Sau interessiert, und das ist bei langfristigen Serien ja häufig so, dass die Klickzahlen der einzelnen Folgen nicht unbedingt sich erhöhen und man plötzlich bei Folge 27 einsteigt und Folge 1 nie gesehen hat. Das passiert selten, aber ja, nichtsdestotrotz, wenn das einigermaßen gut läuft, würde ich das gerne durchziehen und ja, dann schauen wir doch mal, was da draus wird. Also so verschiedene einzelne Kapitel für Kapitel, wichtige kleine Dinge, die man nach und nach fürs große Verständnis des Waldes benötigt. Das werden sicherlich einige Folgen werden. Ich weiß auch nicht, wie weit ich ins Detail gehe. Vielleicht habe ich auch irgendwann keine Lust mehr, aber zumindest so meinen groben, halbwegs geschlossenen Bogen durch waldökologische Fragen, wo auch hier und wieder mal ein bisschen Wirtschafts- oder Rechtliches mit einfließen muss, so wie zum Beispiel jetzt hier heute beim ersten Teil, weil es halt einfach nur mal wichtig ist, weil man eben nicht ignorieren kann, dass wir nun mal in einer nicht rein durch die Natur geprägten Umwelt leben, sondern die ganz außerordentlich stark von uns nun mal geprägt ist. Das können wir alle scheiße finden und das tun viele von uns sicherlich auch, aber das ändert nichts daran, dass es nun mal so ist. Und diesen Umstand darf man einfach für ein größeres Verständnis der Zusammenhänge nicht einfach ignorieren, weil er ist nun mal da. Gut, ja, aber größtenteils werde ich mich auf ökologische Themen konzentrieren versuchen. So, und damit fangen wir auch an mit der Frage, was ist eigentlich Wald? Die Definition des selbigen. Ich mache die beiden langweiligen Definitionen zuerst und dann die ökologische. Und wenn wir dann noch Zeit haben, ich versuche mich ja wie gesagt kurz zu fassen, dann reden wir noch kurz drüber, was der Unterschied zwischen Wald und Forst ist. Dazu habe ich auch schon, ich habe zu vielem schon einzelne extra Videos gemacht und werde das jetzt auch nicht jedes Mal wieder dazu sagen. Aber ja, nur, dass wir Bescheid wissen. So, los geht's. Wald in Deutschland, wohlgemerkt, ist zunächst mal definiert als mit Forstpflanzen bestockte Fläche, die als Wald eingetragen ist. Wo muss sie eingetragen sein? In den Flächennutzungsplan. Wenn da steht, das ist jetzt Wald, dann ist das Wald. Und damit es da überhaupt mal reinkommt in diesen Flächennutzungsplan als Wald, muss es halt erstmal mit Forstpflanzen bestockt sein. Beziehungsweise du musst halt gut glaubwürdig begründen können, dass du vorhast, die Fläche sehr, sehr bald mit Forstpflanzen zu bestocken und beantragst dafür eine Erstaufforstungsgenehmigung. Letztere brauchst du übrigens auch dann, wenn da bereits ein vollständiger Wald steht. Der muss trotzdem juristisch erst aufgeforstet werden, selbst wenn das mit keinerlei Bäumchenpflanzen zusammenhängt, weil die ja schon da sind. So, ist es dann Wald nach Recht und Gesetz und wird zur hochoffiziellen amtlichen Waldfläche der Bundesrepublik Deutschland hinzugezählt, dann geht damit ein großer Vorteil einher, nämlich wenn Wald mal vorhanden ist, was nicht so schwierig ist als privater Grundbesitzer, der ein außenliegendes Grundstück hat, also nicht mitten im Dorf, sondern schön weit draußen, der kann eigentlich fast immer die Erstaufforstungsgenehmigung bekommen. In vielen Fällen ist nur nicht unbedingt ein Waldgrundstück wertvoller als eine Ackerfläche. Im Gegenteil, die Ackerfläche hat jetzt erstmal vom Bodenwert her, wenn du die verkaufen wolltest, häufig einen höheren Wert, weil es einfach fruchtbarere Böden sind. Die muss man natürlich noch bewirtschaften wollen, vor allen Dingen und können, aber grundsätzlich sind die meistens wertvoller als Waldflächen. Nichtsdestotrotz, meistens wird man die Erstaufforstungsgenehmigung bekommen. So, und jetzt ist das Wald.
rückgängig machen. Lässt sich dieser Prozess nur sehr schwer. Das wäre dann nämlich eine Rodung. Dafür braucht man auch wiederum eine Rodungsgenehmigung. Und anders als bei der Erstaufforstung, musst du dafür einen sehr, sehr guten Grund haben. Und da funktioniert zum Beispiel nicht, du möchtest ein Wellnesshotel irgendwo in den Wald klatschen. Das wird sehr, sehr schwierig. Es gibt nah am Wald Wellnesshotels, die sich tatsächlich rechtlich durchgesetzt haben, nah am Wald oder an den Waldrand, in den Waldrand reingebaut worden zu sein. Aber ja, das ist außerordentlich schwierig, einen Wald wieder wegzukriegen. Auch wenn es darum geht, irgendwelche Funkmasten aufzustellen, auch wenn es da lustige Theorien zu gibt, lustige Verschwörungsmythen genauer zu diesen Funkmasten und mitunter da auch sicherlich schon Schindluder getrieben worden ist, will ich ja gar nicht bezweifeln. Aber auch da ist es sehr, sehr schwierig, für sowas eine Genehmigung zu bekommen. Man muss schon gründlich nachweisen, warum man jetzt unbedingt da ausgerechnet einen Funkmast hinstellen muss. Davon abgesehen, so ein Funkmast, dafür muss nicht kilometerweise Wald weg, sondern nur ein kleines Eckchen. Gleiches gilt übrigens auch für Windkraftanlagen, bevor jetzt jemand damit in die Kommentare kommt. Auch die brauchen im Schnitt nur 0,5 Hektar an tatsächlicher Rodungsfläche pro Anlage. Das ist so, das kann man jetzt leugnen und so tun, als sei das anders, aber das sind wirklich realistische Werte, die man, wenn man sämtliche im Wald stehenden Windkraftanlagen von Deutschland ausmisst, bekommt. Ja, da kannst du also wenig dran tricksen. Neue mögen vielleicht auch mal 0,7 Hektar haben, wenn sie einen eigenen Zugfahrtsweg bekommen. Deswegen ist es auch sinnvoller, immer gleich ganze Windparks aufzustellen. Aber ja, bei der momentanen politischen Lage wäre zum Beispiel eine Windkraftanlage ein guter Grund für eine Rodungsgenehmigung. Kann man jetzt gut finden, ich tue es. Kann man auch schlecht finden, wegen mir, aber es ist jetzt erstmal so. Ja, das nur so mal als Beispiel. Aber wie gesagt, ein Wellnesshotel oder eine Bogenschießanlage oder Platz zum Hund freilaufen lassen, sind keine guten Gründe, den Wald wieder zu entfernen. Daher bin ich da eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden, wie Wald juristisch in Deutschland geregelt ist. Ja, also irgendwelche Forstpflanzen plus der Rechtsakt der Erstaufforstung und fertig ist der Wald. Puff, das war Deutschland. International müssen wir das jetzt auch nochmal anquatschen. Da ist zuständig die FAO, das ist die Food and Agriculture Organization der UN. Die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich gerne in jedem Land irgendwie in Wald, Food and Agriculture Geschichten einmischen. Und global, weil fast jedes Land, abgesehen von Nordkorea und anderen solchen Spaßländern, sage ich jetzt mal mit großen Anführungszeichen, die sind da nicht drin, aber alle anderen schon. Und das führt dazu, dass das schon eine relativ große Bandbreite an verschiedenen Nationen und damit auch verschiedenen Ökosystemen ist. Und eben weil jedes Land gerne Wald haben möchte und für die eigene Identität dieses Konstrukt Forest, Global Forest, da irgendwie dran mitwirken will und das allen sehr, sehr wichtig war, haben sich da die, ich sag jetzt mal, nicht so wirklich waldreichen Staaten dahingehend durchgesetzt, dass die Mindestanforderung für einen Wald recht niedrig angesetzt wurde. Und die liegt jetzt nun global bei Pflanzen, die aus Holz sind und oder sowas Ähnlichem zumindest. Eine Palme zählt in diesem Zusammenhang also als Baum, ist die botanisch nicht, bei der FAO schon. Und diese eine Mindesthöhe von 15 Metern erreichen können. Ganz kurze Korrektur, es sind tatsächlich nur 5 Meter, die das Gehölz erreichen muss, dann zählt schon als Wald. Ich glaube, das ist irgendwann mal geändert worden oder ich habe es mir falsch gemerkt, aber ich meine, das wären mal 15 Meter gewesen. Tut nichts zur Sache, 5 Meter ist natürlich noch lächerlicher, weiter im Text. Nicht tatsächlich gerade dastehen haben, sondern theoretisch können, hat schon gegeben, eine 15 Meter Palme in diesem Ökosystem. Und in dem Moment wird das Ganze dann fast schon als Wald klassifiziert, wenn noch eine zweite Voraussetzung zutrifft. Nämlich erstens, es gibt ein paar Ausnahmen, es ist kein Stadtpark, es ist keine Christbaumkultur und solche Sachen. Das spielt, glaube ich, eine gewisse Rolle. Es ist nicht mitten im Dorf gelegen und sowas, dann ist es auch kein Wald. Aber der Überschirmungsgrad ist noch wichtig, beziehungsweise Überdeckungsgrad. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier mal hochgucken, da sehen wir jetzt Bäume. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass
dass die Äste, die wir da sehen können, senkrecht auf den Boden projiziert würden. Also heißt, wir hängen da oben eine starke Lampe auf, man könnte sie Sonne nennen, und die steht angenommen jetzt gerade völlig senkrecht über dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, und leuchtet nach unten, dann ist der Teil des Bodens, der beschattet ist, weil halt Kronenmaterial drüber ist, seines Blätter, seines Nadeln, das ist die sogenannte Kronenprojektionsfläche, und das ist im Prinzip das, was wir auch als Überschirmungsgrab verstehen können. Soll heißen, wir haben als praktisches Beispiel 100 Quadratmeter Fläche, darauf stehen vier alte Eichen, und die haben jeweils spaßeshalber 20 Quadratmeter Kronenprojektionsfläche, also eine Krone, wenn man von unten guckt, Radius ganz genau 20 Quadratmeter, und das übertragen wir jetzt, da keine anderen Bäume da sind, alle anderen haben wir gefällt, da stehen nur noch diese vier alten Eichen, übertragen wir auf unsere 100 Quadratmeter, kommen wir auf 80, von 100 macht 80%. So, das wäre jetzt also ein ziemlich geschlossener Wald. In Deutschland erreicht dieser Wert gerne mal 95, das ist schon drin. Mehr eigentlich technisch gesehen fast nie. Da muss man sich schon sehr kloppen, ob das überhaupt noch möglich ist, weil hier und da noch immer noch ein Lichtstrahl zwischen den Bäumen runterkommt. Es seien meinetwegen auch mal 97% oder 98%, aber viel mehr traue ich mich zumindest nie anzugeben. Ja, das ist auch ziemlich kompliziert zu messen, spielt auch keine so große Rolle jetzt an dieser Stelle. So. Die Mindestanforderung der FAO liegt bei 10%. 10% ist im Prinzip nichts. Das hat jeder Vorgarten, in dem eine große Strauchhasel rumsteht. Ja, das hat jeder viele Plätze, die wir als Marktplatz verwenden. Wenn da ein paar Bäumchen gepflanzt sind, dann haben die schon diese 10%, also ein paar viele zugegeben, aber das ist recht schnell zu erreichen. Das hat der Englische Garten, das haben irgendwelche also München, das haben irgendwelche größeren Parkanlagen in Berlin. Erst recht locker, also das Zeug da hinterm Brandenburger Tor, keine Ahnung, wie das heißt. Aber da ist ja diese große Grünfläche mit dieser Säule in der Mitte, wie heißt denn die Siegessäule? Keine Ahnung, war mal drauf, aber hab's vergessen, wie die heißt. Egal, ne? Das nur mal als Beispiel, kennt jeder, hat jeder schon mal gesehen in den Nachrichten oder sonst wo. Und das ist definitiv so. Warum ist das so? Nochmal, jedes Land der Welt möchte gerne Wald haben, möchte gerne mitreden, wenn es um die Zukunft der Wälder geht, und weist dann darauf hin, dass sie selber so und so viel Prozent der globalen Waldfläche aufweisen. Das heißt, die Serengeti ist Wald, die Sahelzone ist Wald, Bambusgestrüppe in China sind Wald, superlichte Gebirgswälder der Alpen oder anderer Hochgebirge sind Wälder, hocharktische letzte paar Bäumchen, paar Birkchen, die dann noch rumstehen und gerade so an der Metergrenze kratzen, sind Wälder und so weiter und so weiter. Ja, einfach damit eben dieses wichtige Ökosystem auch nicht zu klein eingeschätzt wird. Wenn wir jetzt also sagen, die Weltwaldfläche beträgt circa ein Drittel der Landesfläche, das ist zumindest mal so gewesen. In letzter Zeit wird es noch mal ein bisschen weniger geworden sein, leider. Aber dann meinen wir diese FAO-Walddefinition. Das ist jetzt tatsächlich wichtig, dass man nur ein Drittel der Landesfläche, das klingt doch jetzt erstmal viel, tut es auch, nur dummerweise ist davon eben ein gewisser Anteil solche sehr, sehr lichten Wälder mit nur ganz wenig Holz da rumstehen und nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland haben, und schon gar nicht vergleichbar mit dem, was man im Amazonasgebiet hat. Ja, also das sind dann schon auch mal Unterschiede und nicht alles ist Wald, aber das sind halt die internationalen Anforderungen. Ja, nur, dass wir da mal drüber geredet haben. Das bedeutet, wenn man sagt, Deutschland ist Waldland, dann ist das im internationalen Kontext definitiv zutreffend. Wir haben erstens eine relativ große Waldfläche. Gemessen daran, dass wir außerdem noch ein super dicht bevölkertes Land sind, haben wir sogar eine überraschend große Waldfläche. Und dass da gerade große Löcher drin sind, ändert nichts daran, dass sie als Waldfläche gezählt wird. Ne? Nationale Walddefinition. Das ist zwar vielleicht gerade so, dass die Bäume weg sind auf ehemaligen Fichtenflächen. Aber da keine Rodung ausgesprochen wurde, bleibt die Fläche erstmal Wald, halt nur mit so hohen Bäumen oder auch mit gerade gar keinen sichtbaren Bäumen, aber da kommen schon wieder welche. Hoffen wir zumindest sehr.
So, ja, also das heißt, wir sind schon relativ wichtig und der Wald ist gemessen an unserer Größe ein großer Wirtschaftsfaktor für Deutschland. Das möchte ich an der Stelle kurz einfach anmerken. Wir sind auch der drittgrößte, also Wald plus nachgelagerte holzverarbeitende Industrie und alles, was damit zusammenhängt, ist der drittgrößte Wirtschaftsfaktor Deutschlands nach Schwerindustrie und Autos. Ja, also, oder umgekehrte Reihenfolge, ich glaube, erst Autos, dann Schwerindustrie, ich weiß es nicht, aber irgendwie so in diesem Dreh kommen dann wir. Also wir sind wichtig, die Forstwirtschaft ist vom Volumen plus nachgelagerter Betrieb in Deutschland tatsächlich wichtiger als die Landwirtschaft, witzigerweise. Ja? Ist so. Nachgelagerte Betriebe, muss man immer dazu zählen. Bei der Landwirtschaft, wenn man sämtliche Lebensmittelindustrie hinten dran hängen, dann ist die auch wieder größer. Aber das macht ja keiner. Man muss es sich also schön rechnen. Gut, und damit kommen wir, wie lange laber ich schon, zu lange, aber ja, der erste Teil ist ein bisschen länger als die anderen. Normalerweise wollte ich eigentlich so 15 bis 20 Minuten anpeilen, das werde ich hier nicht ganz schaffen. Dann kommen wir aber zur ökologischen Walddefinition, das ist fast die schönste, weil sie jetzt unabhängig vom jeweiligen Land ist. Damit fallen aber dann viele Länder wie Afrika eben wieder raus und haben kaum Wald, denn Wald ist erst dann gegeben, wenn er ein Waldinnenklima aufweist. Ja, eine Gruppe von Pflanzen, egal ob die aus Holz sind oder aus Bambus, oder Bambus ist streng genommen kein Holz, oder aus Palme. Auch Palme ist ja schon irgendwo Holz, aber halt kein klassisches Holz. Und daher schon immer so ein bisschen was separat zu erwähnen ist. Das spielt im Grunde keine Rolle, sobald dieses Gestrüpp sozusagen so dicht ist, dass es ein signifikantes Waldinnenklima aufweist, dann ist es ökologisch betrachtet ein Wald. So, wann tritt das auf? Das hängt davon ab, wie hoch ist der Wald, wie dicht ist der Wald. Diese beiden Dinge spielen eine große, große Rolle. Je höher und je dichter, desto kleiner kann die Fläche in Quadratmeter sein, um eben dieses Innenklima auszubilden. So, und wie müssen wir uns jetzt so ein Innenklima vorstellen? Naja, nehmen wir an, wir sind auf einer freien Fläche, da wächst gar nichts. Und in der Mitte von unserer freien Fläche steht jetzt plötzlich ein Wäldchen rum. Ist das jetzt ein 20 Meter hoher Kiefernwald mit lichtdurchfluteten Kronen, wo das Licht viel auf den Boden kommt und wo halt ein bisschen Schatten herrscht. Und sagen wir mal, der hat 50 Quadratmeter. Reicht das jetzt, um ein Wald zu sein? Wahrscheinlich noch nicht. Ja? Weil Kiefern eben von ihrer Baumartstruktur, von ihrer Struktur her, ihrem Wuchsbild, dem sogenannten Habitus, lassen nun mal viel Licht auf den Boden. Damit ist im Wesentlichen nicht viel mehr Schatten im Wald als draußen auf der Freifläche, beziehungsweise diese kleine, etwas überschattete Fläche reicht nicht aus, den Boden an dieser Stelle so weit runter zu kühlen, dass da ein wirklich kalter Fleck auf der ansonsten unbewaldeten Fläche entsteht und im Wald im Sommer signifikant kühlere Temperaturen herrschen. Aber genau diesen Effekt hätte ein dichtes Kronendach, das eben enormer Schatten darunter herrscht. Im Schatten ist es nun mal kühler, insbesondere wenn das ein ständig vorhandener Schatten ist, der sehr, sehr dicht ist, der nicht nur durch eine Schicht Blätter gebildet wird, sondern durch 10, 20, 30 Schichten von Blättern übereinander, wo kaum noch Licht am Waldboden ankommt und es eine enorme Dunkelheit sozusagen gibt, wo auch nicht mehr viele andere Pflanzen am Boden wachsen können, weil es zu dunkel ist, da wird es sehr, sehr kühl sein. Ja, und ein solcher super dichter Wald, zum Beispiel ein Tannenbuchen-Mischbestand, die gehören zum dichtesten, was wir in Deutschland so finden können, das wird dann auf jeden Fall so sein, dass da sehr, sehr, sehr niedrige Temperaturen im Vergleich zur Umgebung im Sommer zu erwarten sind. Und im Winter, beziehungsweise im Spätherbst, insbesondere wenn die Buchen noch Laub tragen und ansonsten eben die Tannen da ein bisschen für sorgen, wird es in so einem Wald wärmer sein als draußen auf dem freien Feld oder sich zumindest wärmer anfühlen, allein schon durch die Tatsache, dass da weniger Wind geht. Also das sind die wesentlichen Faktoren. Der Wald liefert Schatten, der Wald liefert Schutz vor Wind und hat damit mitunter wirklich ein ganz anderes Innenklima geschehen, ganz andere Wachstumsbedingungen für Pflanzen oder Aufenthaltsbedingungen für Tiere, die sich im Winter ja auch gerne im Wald verstecken, selbst wenn sie da nicht unbedingt so viel zu fressen finden. Als Aufenthaltsraum ist er besser geeignet als draußen auf dem Feld.
Sobald das in einem großen Unterschied zur Freifläche vorliegt, haben wir es ökologisch gesehen mit einem Wald zu tun. Wie gesagt, 30 Quadratmeter Kiefer reichen dafür nicht aus. 50 Quadratmeter dichtester Buchenwald würde schon wahrscheinlich für ein kleines Innenklima sorgen. So ab spätestens 100 Quadratmetern Buchenwald kann man eigentlich auch schon von einem Buchenwäldchen reden, aber per Definition ist das ökologisch dann auch schon als solcher zu betrachten. Hängt auch vom Gesundheitszustand ab, ist der Wald sehr krank, die Bäume haben kaum noch Laub dran, es kommt wieder zu viel Licht auf den Boden, dann geht dieser Waldinnenklimaeffekt sehr schnell verloren. Wir haben so einen Übergang zwischen Außenfreiland und Wald, der kaum noch spürbar ist. Es gibt keine exakte Definition, wie viel Grad zum Beispiel der Temperaturunterschied zwischen Waldboden und Freilandboden ausmachen muss, um ein Wald zu sein, aber in diese Richtung geht's. Ja. Deutlich weniger Windgeschwindigkeit, deutliche Anpassung der Temperaturen. Und jetzt kommt ja natürlich noch der Niederschlag dazu. Wälder haben eben nun mal die Eigenschaft, dass als allererstes die Kronen nass werden. Die sind halt oben und danach erst der Waldboden nass wird. Und da kann es zum Beispiel passieren, das ist ein ganz essentieller Effekt, den Wälder auf ihre Umgebung haben, dass kurze Regenereignisse mit mal eben ein paar Tropfen, die runterkommen, den Waldboden gar nicht erreichen, weil alles in den Kronen hängen bleibt und aus den Kronen wieder raus verdampft, verdunstet, bevor es jemals am Waldboden angekommen ist. Weshalb bei ständig nur kurzen Regenereignissen ein Wald schneller austrocknet, als es eine Freifläche tut. Die kann jeden Tropfen Wasser direkt abbekommen und der steht dann direkt, zumindest zur Kühlung der Vegetation, zur Verfügung. Spielt auch eine große, große Rolle. Gerade in den letzten Jahren war das immer recht entscheidend. Umgekehrt, ist der Wald mal richtig durchgeweicht und der Regen hört auf und man steht im Wald, wird man immer noch nass, weil es noch eine ganze Weile von den Ästen tropft, obwohl von oben schon lange nichts mehr nachkommt. Da haben wir dann also wieder den umgekehrten Effekt, dass es da bereits auf der Wiese schon wieder trocken geworden ist und im Wald es noch regnet. Außerdem die Tatsache, dass da eben insgesamt so viel Grünfläche vorhanden ist, die Photosynthese macht in einem Wald. Ja, und Photosynthese immer mit einer Abkühlung der umgebenden Luft einhergeht, weil da eben Energie umgesetzt wird zu was anderem, nämlich Zucker. Und dabei der Luft, der Temperatur letztendlich der Atmosphäre ein kleines bisschen Energie entzogen wird, nicht viel, aber ein ganz, ganz kleines bisschen, gemessen auf das Groß des Kronendaches, haben wir da wirklich einen gewissen kühlenden Effekt. Das kann man insbesondere merken, wenn man sich Stadtbäume anguckt. Da gibt es ja inzwischen einige Studien dazu, die besagen, ein paar Stadtbäume zu haben, macht die Stadt sehr merklich kühler. Viele Stadtbäume zu haben, verbessert das Stadtinnenklima ganz erheblich. Und das ist noch längst nicht ein Wald, aber so ein paar Bäumchen da rumstehen zu haben, ist ganz essentiell. Da kommt auch der Verdunstungseffekt dazu, dass die Luft einfach mit Wasser angereichert wird. Und durch das Verdunsten des Wassers wiederum auch wieder der Luft Temperatur entzogen wird und es dem Asphalt, der sonst in der Stadt ja die vorherrschende Vegetationsform ist, entgegenwirkt sozusagen. Ja? Also das ist ganz entscheidend. Jo, also die wesentliche Walddefinition ist tatsächlich meteorologischer Natur und gar nicht durch eine bestimmte Pflanze oder durch irgendwas anderes in dieser Hinsicht geprägt. Eben weil ja auch das Spektrum möglicher ein dichtes Gestrüpp bildender Pflanzen so groß ist. Palmen, Bambus, Gehölze, also richtige Gehölze, Bäume, Sträucher, die streng genommen gar nicht Baumhöhe erreichen, aber trotzdem so dicht sind, dass sie ein solches Gestrüpp bilden können. Daher ist auch ein einfach super dichter Strauchbestand, der gar nicht hoch sein muss, 12 Meter oder irgendwie sowas, kann trotzdem bereits ein signifikantes Innenklima entwickelt haben und daher als Wald gezählt werden. Oder ein ganz, ganz junger Waldbestand, der auch die notwendige Höhe noch gar nicht hat, aber so dicht steht, weil die Naturverjüngung so dicht, also junge Bäume, die von alleine hochwachsen, ohne dass man sie jemand gepflanzt hat, also die ganz natürliche Art und Weise der Fortpflanzung den Pflanzen innehaben, wenn das dazu führt, dass da ein unglaublich dichter Wald hochwächst, dann hat er auch bei wenigen Metern Höhe bereits ein signifikantes Innenklima. Der Fairness halber hat auch ein Maisfeld ein Innenklima. Ja, ist es deswegen weiß im Wald? Nö. Deswegen muss dieses Innenklima ja auch wirklich deutliche
Auswirkungen haben und wirklich einen großen Unterschied zum Freiland darstellen, den man auch nicht übersehen kann. Wenn man zum Beispiel bei einem heißen Sommertag in den Wald reinläuft, wird man sofort merken, dass es da kühler wird. Insbesondere wenn man in eine tiefe Schlucht in den Wald reinläuft. Das ist mitunter wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und hin und wieder ist er sogar größer als der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Wenn wir mitten im Sommer sind und Tropennächte haben, die auch noch mal viel zu warm sind, kann sogar ein Besuch im Wald erfrischender sein, als auf die Nacht zu warten, mitunter. Ja, und das wäre es gewesen. Jetzt wissen wir alle gängigen Definitionen von was überhaupt ein Wald ist, plus ein paar Worte der Einführung. Ich denke, dann sind wir zeitlich noch nicht allzu weit fortgeschritten. Wie gesagt, geplant sind so circa 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten Teile zu einzelnen Themen. Das soll es dann also an dieser Stelle schon gewesen sein. Und jetzt gehe ich auch direkt wieder nach Hause. Ich wollte eigentlich mehrere Teile aufnehmen, aber das Licht ist gleich weg. Also macht's gut. Wobei, vielleicht versuche ich noch einen. Aber egal, jetzt erstmal tschüss.